einen wunderschönen guten Morgen, Jan Becker. Schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo und wunderschönen guten Morgen. Ein Saarländer hypnotisiert die Nation. Also ich würde mal sagen, du bist Deutschlands bekanntester Hypnotiseur. Was glaubst du, macht deinen Erfolg aus? Oh je, ich glaube, dass ich mich immer wieder neu erfinde. Ich glaube, das ist, und dass ich, ja, nee, das ist wirklich so. Ich glaube, dieses Neuerfinden ist total wichtig für mich. Das passiert jetzt auch gerade wieder. Mhm. Also so diese, und vielleicht keine Angst zu haben, neue Sachen auszuprobieren. Vielleicht ist es wirklich das, ja. Jetzt fragen sich viele, ja, also ich frage mich jetzt auch mal, wie genau funktioniert denn eigentlich Hypnose? Na, die Hypnose ist im Grunde genommen eine Vertiefung in deine Imagination hinein. Ne? Also wir kennen das alle, wir sind ja so Trance-Wesen, wir lieben Trance. Ja? Radio hören, da bin ich eigentlich in der Trance, wenn ich komplett dabei bin. Oder Autofahren, ich frage mich, wo sind die letzten 30 Kilometer geblieben, kennt ja auch jeder. Bin ich auch in so einer Form von Trance, ich lese ein Buch und versinke. Immer dann, wenn ich die Außenwelt ausblende und so bei mir bin nach innen gehe, das ist Trance. Und eine Hypnose nutzen wir genau das aus, um zu vertiefen. Und eine Vertiefung ist nicht, ich schlafe tiefer oder bin K.O., sondern es ist eher meine Imagination, meine Vorstellungskraft ist aktiviert und ich bin ganz tief in dem Prozess, mir Sachen vorzustellen, ja. Okay, du sagst ja auch, also, du schreibst auch im Buch Hypnose, dass die sich im Alltag anwenden lässt. Wie funktioniert das? Naja, das Schöne daran ist, wenn wir mit der Hypnose arbeiten, machen wir so einen Raum auf und in diesem Raum wird gespielt. Also gespielt mit deiner Vorstellungskraft. Und was wir aus der Wissenschaft heraus wissen, ist, dass dein Gehirn oder dein Unbewusstes reagiert, egal ob du dir was vorstellst oder ob es dir wirklich passiert. Ne? Mhm. Also du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel komplett durchdrehst, schreist, pfeifst, stellst du vor, bist im Rockkonzert und flippst wirklich aus, sagt dein Unterbewusstsein, ey, da draußen geht die Luzi ab, ich unterstütze das Ganze mal, Serotonin, dir geht's danach gut. Ja, dein Gehirn, Glückshormone, die da rauskommen, obwohl es gar nicht so ist. Ja, und das kann manchmal auch so ein Hemmnis sein, weil wenn wir uns vorstellen, wir sind halt total festgefahren, wir können nicht weiter, dann sagt das Gehirn auch, ja, so ist es. Mhm. Also, und damit spielt die Hypnose und das ist dieser Raum, der wird gespielt und aus dem Spiel heraus kommen wir dann zurück in die Realität und dann verändert sich da was. Ja, das ist so die Wirkweise, kann man sagen, der Hypnose. Okay. Du machst das ja schon viele Jahre. Was hast du denn so, sag ich mal, sowas Schräges erlebt bei Hypnose von Glenn? Da gibt es doch bestimmt irgendwas richtig, wo du sagst, also. Also wir hatten ja gemeinsam hier bei Radio Salün eine sehr schräge Nummer, wo wir die Leute in Saarbrücken umgeworfen haben. Ne? Also das habe ich jetzt vor kurzem, ich glaube vor einem halben Jahr ist mir das nochmal begegnet, irgendwie im Video, das war total lustig. Und dann, was haben wir noch, dann hatte ich diese Sache mit Borussia Mönchengladbach, wo ich da im Stadion die Gladbacher hypnotisiert habe. Also das war Ende 2009, glaube ich, da ist Gladbach war Tabellenletzter Bundesliga, war kurz vorm Abstieg und die spielten an dem Tag gegen HSV. Mhm. Die waren Tabellenerster. Also Zeiten verändern sich. Okay. Ja. Und HSV hat bis dahin jedes Spiel gewonnen, Gladbach jedes Spiel verloren. Und dann kam so die Geschäftsführung von Gladbach auf die Idee, mich einfliegen zu lassen. Ja. Und ich sollte jetzt mit einer Hypnose den Gladbachern helfen, das Spiel zu gewinnen. Ich habe es gemacht, ne? Wie wir eben schon gesagt haben, ich bin offen für vieles. Und dann stand ich da, hier die Gladbacher, hier die Hamburger, habe eine kurze Hypnose durchgeführt. Und seltsamerweise hat damals der Tabellenletzte Gladbach mit 4:1 gewonnen an dem Tag. Und das ist wirklich manchmal so. Es ist so ein Moment, wenn sich der Schalter so umlegt im Kopf, ne, was da für Leistung möglich ist. Dann kam sie natürlich zu mir und meinte, kannst du nicht jedem das Wort entkommen? Da habe ich gesagt, nee, das Risiko gehe ich jetzt auch nicht ein. Einmal geschafft, das reicht mir aus. Das können auch also ich bin kein Bayern-Fan, aber die Bayern, das können auch unterstützen wahrscheinlich. Ja, naja, da ist es wahrscheinlich andersrum, weil die nehmen halt vielleicht den Gegner nicht mehr so ernst wie Real Madrid. Ne? Mhm. Da bist du eigentlich da so in so einem, oh, das kommt, das kriegen wir so hin und dann fehlt die Konzentration und dann verlierst du halt auch mal hoch. Ja. Aber krasse Geschichte. Ja. Und dann hast du sogar noch einem Saarländer geholfen bei Borussia Mönchengladbach. Da spielt nämlich ein Saarländer, der Patrick Herrmann. Genau, der hat nur damals noch nicht da gespielt. Das war 2009. Ich glaube, der war noch nicht da. Nee. Der spielt eigentlich schon gefühlt ewig dort. Immer dort. immer, beziehungsweise er ist immer verletzt. So. Ja. Okay. Apropos Saarländer, du bist ja auch Saarländer, kommst aus Neunkirchen. Bist du oft hier so für Freunde zu besuchen oder sagst du eher, naja, nur so einmal im Jahr? Ja, so ein, zweimal im Jahr Familie. Ich habe zwei Kinder und dann Oma und Opa besuchen. Die kommen aber auch oft nach Berlin, weil die jetzt auch Rentner sind. Also die haben jetzt Zeit. Die können jetzt eher mal nach Berlin kommen. Ja, und das ist so zweimal im Jahr bin ich hier im Saarland. Und dann bin ich auch immer so eine Woche hier, um das auch ein bisschen, dann treffe ich ein paar Freunde von früher. Und das ist eigentlich auch immer lustig. Aber du hast nicht mehr so den intensiven Kontakt, ne? Klar, du bist es schon ziemlich weit weg. Was ist so aus deiner Sicht so das Besondere am Saarland an sich? Ich finde das Saarland dadurch, dass es eben, ist lustig, ich habe gerade auf der Taxifahrt hierher, hat der Taxifahrer gesagt, wissen Sie, das Saarland ist eigentlich wie Berlin, nur kleiner.
Aha. Wir haben hier alles, was sie in Berlin haben, nur alles ein bisschen kleiner. Und dachte ich, so stimmt eigentlich, ja. Und so die Nähe, also zueinander finde ich schön. Und es ist so ein, ja, also es ist ein ganz eigener Schlagmensch, finde ich, ja. Und ich glaube, durch dieses Blatt, durch das Schwätzen und so, das ist irgendwie so eine Verbundenheit, so eine, ist halt meine Heimat. Ich komme halt immer wieder zurück. Ich bin ja hier auch geboren und ich glaube, das kriegst du nie so wirklich raus. Für mich ist es eher so Heimatgefühl, hierher zu kommen, ja. Okay. Wenn du nicht in der Heimat bist, sondern in Berlin im Büro, wie sieht da so ein typischer Arbeitstag von dir, Hypnosetag von dir aus? Hast du so auch so eine Couch in der Praxis stehen, wie man das kennt? Ja, oder? Also ich fange den Tag an, dass ich mir auf die Stirn tippe und umfall. Dann erträume ich mir den Tag mit abends wieder wach und hatte einen geilen Tag. Cool, muss super. Ich auch mal probieren. Ja. Nee, ich hab kein Büro, also aha, ich bin da, das wollte ich auch nie. Mein Tag ist eigentlich immer relativ frei gestaltet. Ich stehe auf, bringe meine Kinder in die Kita, dann mache ich mir selbst einen Kaffee, gehe raus und genieße tatsächlich das Leben. Also ich habe mich so, irgendwann habe ich immer gesagt, ich will frei sein, ich muss nichts, ich kann, wenn ich will. Und das schaffe ich ganz gut. Dann gibt es natürlich wie Sachen jetzt wie heute, ne? Jetzt bin ich hier im Saarland, um Interviews zu geben, das gehört auch dazu, klar. Aber ich versuche mein Leben so relativ frei wie möglich zu gestalten. Und da gibt es kaum feste Strukturen, ja. Okay. Es gibt ja auch trotzdem viele Leute, die nicht an Hypnose glauben. Immer noch. Und die sagen, das ist esoterischer Quatsch. Ja. Was sagst du denn denen? Na, das ist erstaunlich, dass es das immer noch gibt, weil wie lange soll ich es denn noch machen? Genau. Wie oft soll ich es denn noch beweisen? Ja. Es ist ziemlich erstaunlich, dass ich glaube, das liegt tatsächlich an dem Klischee, das wir über die Hypnose irgendwie im Kopf haben und nicht an der eigenen, am eigenen Erleben. Ne? Und wenn man sich das mal so vorstellt, wie passiert denn das, dass wir die Grenzen unserer Wirklichkeit öffnen? Das ist, es entsteht auf unserer Landkarte, ne, von der Realität, die machen wir alle selbst, entsteht so ein weißer Fleck. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke den weißen Fleck an und sage, oh, das macht mir Angst, damit will ich gar nichts zu tun haben, totaler Quatsch. Ja. Oder ich reagiere mit Neugier und gehe hin und gucke und sage, was ist denn das da eigentlich? Und dann erlebe ich plötzlich, aha, da ist doch was dran. Die meisten, die das so verneinen, haben die Hypnose noch nie erlebt. Mhm. Es gibt manchmal so lustige Momente, wenn du dann konfrontiert wirst, daran glaube ich nicht. Ne? Mhm. Und wenn du dann nur fragst, was daran glaubst du nicht? Und dann sind die Leute so, ja, und dann stellt sich raus, ich habe es noch nie erlebt und eigentlich bin ich neugierig. Mhm. Und die Neugier mal zuzulassen, ne, das ist oft so ein Moment, wo du sagst, ah, okay, das ist es, darum geht's, ja. Dann brauchst du natürlich einen gewissen Weg, welche Erlebnisse, welche Erfahrungen machst du. Aber das erwidere ich meist, wenn ich dann mit sowas konfrontiert werde, ja. Aber es gibt bestimmt auch Leute, bei denen Hypnose wirklich nicht funktioniert, oder? Jein. Werbung nutzt ja auch nichts anderes als hypnotische Prozesse. Ne? Also Werbung macht dir erstmal Angst für ein Problem, das du gar nicht hast. Ne? Ey, du bist 16, hast Pickel. Mensch, ey, wirklich? Normalerweise hat man das nicht, aber wir haben was für dich. Ja, so. Und da reagierst du ja auch auf Suggestionen. Hypnose oder sagen wir mal auf die Suggestion zu reagieren, hat immer so drei Bestandteile. Das ist einmal eine Idee, die dir entgegengebracht wird. Dann machst du aus dieser Idee eine Vorstellung und dann aus der Vorstellung entsteht der Glaube. Und dann reagierst du auf eine Suggestion, weil eine Suggestion ist nicht anderes wie eine Idee, die du unkritisch akzeptierst. Ja? Und das funktioniert an unterschiedlichen Stellen eigentlich immer in unserem Leben. Wenn du jetzt sagst, ich gehe zum Hypnotiseur und jetzt bin ich mal gespannt, was der mit mir macht, dann ist deine Erwartungshaltung anders, weil dann willst du nicht Hypnose erleben, sondern da bist du mal gespannt, was jetzt passiert. Ne? Ja. Und da, das ist so feiner Grad, der dann oft entscheidend ist, ja. Das heißt, wenn du dann so was erwartest, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es funktioniert, oder? Genau, ja. Es kommt drauf an, wie wenn du die Erwartung hast, das funktioniert, dann machst du dich auf und dann geht's los. Mhm. Wenn du aber so sagst, weißt du, es ist immer so, du sagst, in der Hypnose hast du drei Komponenten. Du hast einmal den Beobachter, der beobachtet, was passiert da gerade mit dir. Dann hast du den, der sich die Sachen ja vorstellen muss, ja. Und dann hast du auch noch der es ja ausführt. Ne? Also wenn dein Arm so steif ist, dass du ihn zum Beispiel nicht mehr beugen kannst, dann musst du ja theoretisch die Muskeln anspannen, dass der nicht mehr zu beugen ist. Du beobachtest es aber und hast das Gefühl, das bist ja gar nicht du. Aha. Also ein bisschen schräg. Ne? Ja. Wenn du jetzt aber nicht mehr der Ausführende bist, sondern der Beobachter, der sagt, jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich klappt, dann bist du schon raus aus dem Prozess. Ne? Weil dann hast du schon eine andere Vorstellung. Wir haben eben gesagt, das ist eigentlich eine Vertiefung in einen Flow-Prozess rein, dass du nur noch mit deiner Vorstellung gehst, gar nicht mehr hinterfragst eigentlich. Ne? So ist so, aber so ist auch Leben. Ne? Ja, also so ist alles, was wir erleben. Ne?
Am 23. bist du ja mit deinem neuen Programm Die Stimme wieder in der Heimat in Neunkirchen zu Gast. Ja. Wie kann ich mir so einen Abend vorstellen? Das ist ziemlich schräg. Vor allem ist es ein Abend, wo mein Publikum vor mir schläft. Also alle kommen und kriegen Kopfhörer auf und die leuchten so bläulich, ja. Und alle sitzen da mit Kopfhörern. Ich führe sie in Trance und machst so Trance-Reisen mit dem Publikum. Jeder geht in sich und für mich ist es wirklich, ich sitze da oben und es ist ein totenstiller Saal. Und ich glaube, wenn du plötzlich reinkommst und denkst, ich weiß gar nicht, was hier ist, und du siehst das Bild, bist erstmal erschrocken, ja. Aber was so danach passiert, ist total spannend. Also ich kriege oft so Mails, das hat mein Leben verändert. Ich habe das losgelassen, ich habe plötzlich keine Angst mehr. Das ist so ganz für jeden wirklich intensiv persönlich. Und da geht es nicht mehr darum, was ich auf der Bühne kann, sondern eher, was kannst du damit anfangen von dem oder lernen von dem, was ich kann. Ja, das ist total spannend. Ist keine Hauruck-Show und sondern es ist eher so wirklich jeder für sich. Und die Leute gehen dann auch eher so. Und die ersten paar Shows war wirklich... Und ich mit Freunden daheim, wo ich sag mal, langweilt sich das Publikum, ich krieg gar nichts zurück, aber was soll zurückkommen, ne? Wenn du da so, du bist gerade aus so einem Trance-Moment und spannend ist, das ist eine Show, die wirkt, für mich kriege ich die Reaktion eine Woche später. Ah, okay. Weißt du? Und das ist auch nochmal ein Experiment für mich so. Ja. Super spannend, ja. Das heißt, deine Stimme läuft dann auf dem Kopf oder läuft da Musik, oder? Nee, ich sitze da auf der Bühne und spreche dir live in dich rein sozusagen. Es muss auch live sein, aber auch da hättest du auch sagen können, hallo, Band ab, die sind ja weg, ja, und dann kommst du wieder zurück. Nee. Und tatsächlich haben wir so gemacht, ich hatte mal als Idee die letzten 20 Minuten, sind so, dass du, ich bin ja immer da, dann machst du die Augen zu, gehst nochmal in Trance und plötzlich am Schluss machst du die Augen auf, ich bin weg. Als theatraler Moment, was natürlich rauskam, denn die letzten 20 Minuten hättest du auch sparen können, da lief nur das Band. Ja, also so. Lacht ich nicht. Ja. Und aber was jetzt hier passiert ist, ich muss natürlich das Publikum spüren und fühlen und kann so auch die Momente abpassen. Wann müssen wir ein bisschen tiefer, wann können wir wieder ein bisschen höher, ne? Wie reagiert das Publikum gerade? Also ich muss da sein, es muss live passieren. Und das ist auch das Spannende, gerade für mich und auch für viele, die dann da sind, ja.